Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Papo und Jo. Ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Es scheint ein sehr vielversprechendes Spiel zu sein. Ich habe mir schon ein bisschen Trailer angeschaut und hier können wir Frösche vorbeihüpfen lassen. Und habe mir auch ein Let's Play ganz kurz aber nur angeschaut und eine kurze Stelle auch mal die Kommentare durchgelesen, wie das Projekt so ankommt. Und ich denke, das könnte durchaus interessant werden. Es wird ein Spiel sein, das ein bisschen mit der Fantasie spielt, weil es erzählt eine traurige Geschichte, sagen wir so, wie es ist. Es erzählt eine traurige Geschichte, aber die Dinge werden oftmals nicht beim Namen genannt, sondern man kann sich's denken anhand dessen, wie es dargestellt und rübergebracht wird. Ich würde sagen, wir klicken auf Neues Spiel starten. Einstellungen brauchen wir nicht, das ist nur Grafik, Musik und Steuerung. Man könnte es auch mit Controller spielen, wenn man möchte. Und dann beginnen wir unsere Reise. Für meine Mutter, Brüder und Schwestern, mit denen ich das Monster in meinem Vater überlebt habe, Wanda Caballero. Und wir kommen jetzt im Traumland an. Der Junge heißt Quico. Wieso das Spiel Papo und Jo heißt, erschließt sich mir persönlich noch nicht. Habe ich mir aber auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und wir sind in unserem Traumland, wie es scheint, angekommen. Okay. So, von der Grafik her persönlich muss ich sagen, gefällt es mir sehr. Auch wenn es natürlich jetzt nicht das Top-Modernste ist. Aber ich denke, wir werden hiermit schon sehr viel Spaß haben. Und da vorne läuft jemand. Schauen wir doch jetzt mal, wer denn da läuft. Wir können also ganz normal springen. Zack. Genau. Schauen wir mal. Ah, da ist sie. Es ruckelt hier jetzt ein bisschen. Das ärgert mich ganz leicht. Und weg ist sie. Das Portal hat sich geschlossen. Okay. Können wir uns hier mal nochmal umschauen, was wir hier haben. Was ist das hier? Können wir wohl nichts machen. Das Ganze erinnert mich sehr an Slums. Das ist jetzt hier ein kleines bisschen ruckelt, bitte ich zu entschuldigen. Sollte das Ganze in dieser Folge zu schlimm werden, dann werde ich halt die Grafik nochmal um eine Stufe runterstellen und notfalls auch mit Fraps versuchen aufzunehmen, statt mit Dextory. Oh, wir können tatsächlich mit dem Ball spielen. Oh, wie schön. Das ist ja toll. Und wir können sogar kicken. Cool. Können wir noch was machen mit dem Ball? Nee? Ach, das finde ich cool. Ist eine schöne Idee. Ja, was haben wir hier? Ah, Maus einteilen. Und wir ziehen. Okay, man hätte jetzt mit der Maus ziehen können, aber auch mit dem Pfeiltasten. Wir haben ja eine Treppe erschaffen. Das Ganze wird also anhand von kleinen Rätseln gemacht. Und ich finde es ja eigentlich total hübsch. Auch diese Darstellung, diese slumartige Darstellung gefällt mir sehr gut. Was natürlich dann einem auch gleich zeigt, in welchen gesellschaftlichen Gefilden, sage ich jetzt mal, sich der Junge rumtreibt. Vor allem mit der Schuluniform, das zeigt ja zumindest, dass er nicht so schlecht gestellt sein kann, wenn er zur Schule geht. Das ist ja schon mal schön. Können wir mit sowas auch was machen? Nee, okay. Nur draufsteigen. Dann schauen wir mal. Ja, die Maus reagiert relativ empfindlich. Ah, da drüben ist sie. Das heißt, wir müssen irgendwie darüber kommen. Nee, da glaube ich, kommen wir nicht lang. Aber ich habe da drüben was gesehen. Da. Oh, eine Kiste. Ach, hier ist eh eine Treppe. Ich sehe sie nicht. Okay. Was ist das für eine Kiste? Mit Maus aufheben. Ich bin eine Hilfebox und kann dir helfen. Oh, okay. Ah, das ist ja cool. Wir drehen die Box so quasi. Es gibt auch Anleitungsboxen, die dir wichtige Dinge erklären können. Also suche nach Hilfe und Anleitungsboxen, wenn du nicht weiterkommst.
Das ist eine schöne Idee. Das gefällt mir. Eine Kiste aufsetzen und dann darin, ja, lesen, was man zu tun hat. Ist cool. So. Okay, hier haben wir neue Räder. Schieben wir rein. Oh, es ruckelt. Das ist übel. Bitte nehmt es mir nicht böse. Ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Mal neu gestartet. Ich möchte jetzt ungern nochmal neu anfangen. Die Folge sollte ja doch auch rauskommen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, wenn die erste Folge, runtergefallen, an manchen Stellen ein bisschen ruckelig ist. Ich versuche das bis zur nächsten Folge zu lösen. Aber es läuft ja an den meisten Stellen flüssig. Wie jetzt läuft es ja wieder einwandfrei. Von daher denke ich, sollte das nicht das größte Problem sein. Versuche mich einfach ein bisschen langsamer zu bewegen. Die Animation auf der Leiter finde ich eigentlich schon ganz schön, aber es ist ein bisschen zu schnell, finde ich persönlich. Aber das erinnert mich am Tomb Raider. Da Lara läuft da auch fast ein bisschen zu schnell. So, wir müssen darüber, genau. Schauen wir mal. Auf den Hausdächern rumlaufen. Was für eine schöne Idee. Was für eine schöne Idee. Ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Projekt gefällt. Definitiv, das hoffe ich wirklich. Wie gesagt, es wird vermutlich nicht lange dauern. Hier haben wir wieder einen Fußball. Dann können wir wieder gegen die Mauer kicken. Okay, hier scheint wieder was zu sein. Was ist das hier? Jetzt können wir wieder rausziehen. Ah, also wir befinden uns hier definitiv in einer Traumwelt. Jetzt möchte ich mal schauen, komme ich eigentlich auf dieses Hausdach rauf? Da liegt ein Teddy drauf. Mich mal interessieren, ob man mit dem auch interagieren kann. Aber nee, da kommen wir nicht drauf. Ja, vielleicht später. Ich finde die Idee sehr, sehr schön. Aber ich habe halt auf Steam die zwei Trailer gesehen. Wenn ich daran denke, verlinke ich sie euch in der Videobeschreibung. Ja, stimmt. Ich verlinke ja eh immer den Link, wo man es bei Steam kaufen kann. Und ich fand's ein bisschen traurig. Ich möchte auch noch gar nicht sagen, um was es in den Trailer ging, weil es könnte vielleicht doch ein bisschen spoilern. Wäre doch ein bisschen schade, wenn ich jetzt hier spoilere, weil das wollen wir ja selbst herausfinden. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das Absicht ist, dass man im Trailer schon erfahrt, warum es heißt, das Monster im Vater. Jetzt sind wir eh schon auf der Seite. Ja, genau, da drüben ist das grüne Haus. Okay. Ah, das Ruckeln ist fies. Manchmal bricht die Framerate bei diesem Spiel ein. Das ist nicht ganz gut ausbalanciert. Oh, hier sind Frösche. Was machen die Frösche hier? Na, hör auf zu ruckeln, bitte. Das ist nämlich. Wow. Okay. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, wenn es ruckelt. Und da sitzt das Mädchen. Hier ist wieder eine Treppe. Okay. Es scheint die Neuberechnung zu sein. Wenn es irgendein Gebiet neu berechnet, fängt es zu ruckeln an. Was ist mit diesem Frosch hier? Können wir nicht jagen, okay. Scheint zumindest so. Hier ist was zu aktivieren. So, was machen wir hier jetzt? Schauen wir uns mal um. Hallo Frosch. Ach, die sind die knuffig gemacht. Was ist hier? Hier scheint nichts zu sein. Nee, hier ist nichts. Mal gucken, wie kommen wir jetzt darauf? Ah, nun hast du mich also gefunden. Ja, habe ich. Was soll ich denn jetzt machen? Kannst du mir das sagen, was ich machen soll? Ach, hier ist eine Leiter. Da können wir wieder rauf. Okay, dann war das nicht Sinn und Zweck, dass wir runtergesprungen sind. Okay, dann gehen wir wieder rüber hier. Nee. Ah, ach so, hier lang. Ah, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gestoßen. Das ist das Nervige am Sommer, wenn draußen Gewitter aufzuziehen scheint, kommen plötzlich alle die Fliegen im Fenster rein. Ich hasse das. Oh. Das ist aber schön. Ich finde, dass es eine interessante Detailliebe ist. Irgendwo. Ja, doch, finde ich schon. Definitiv. So, hier rauf.
Hier können wir runter. Ich möchte da mal runter, weil da ist so eine. Da ist so ein Teddy. Oder Puppe, besser gesagt. Aber können wir nichts machen damit. Ist einfach nur da, damit es da ist, okay? Na gut, dann wissen wir das schon mal, dass mit ihnen nichts zu machen ist. Oder vielleicht zumindest noch nicht. Kann ja sein, dass wir da noch was machen können damit. Jetzt können wir auf alle Fälle hier durch. Und dann läuft uns das Mädel mit Sicherheit wieder davon. So, hier runter. Zack. Hallo. So, bedienen wir das hier. Schauen, was es auslöst. Okay, eine Stange. Mhm. Sie ist immer noch da, oder? Ich glaube schon. Gehen wir hier runter. Bist du noch da? Nee, jetzt ist sie schon wieder weg. Nee, jetzt ist sie da oben. Okay. Können wir hier raufklettern? Was machen wir? Ah, wir können das jetzt rausziehen. Coole Idee. Ziehen das jetzt also hier lang. Okay. Interessante Idee. Es sieht schon cool aus. Es ist eine sehr coole Idee. Warte doch mal auf mich. Was möchtest du denn von uns? Wer bist du überhaupt? Da ist sie wieder. Und sie verschwindet jetzt wieder durch ein Portal, oder? Können wir das auch? Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Folge das Laggen hinbekomme. Ich wollte euch das Spiel jetzt nicht enthalten und ich habe relativ viel jetzt noch zu tun zum Wochenende hin. Deswegen wollte ich halt die Folge jetzt aufnehmen. Ich hoffe halt wirklich, dass ihr mir das entschuldigt, dass es an manchen Stellen ruckelt. Ich versuche auf alle Fälle, das in den Griff zu bekommen. Ich meine, wenn ich Metro spielen kann, kann ich das ja auch spielen. Weil das ist immer so eine Sache mit der Unreal Engine, der macht gerne Probleme, habe ich das Gefühl. Das ist ein Kolibri, oder? Eine etwas andere Darstellung von Kolibri. Ach ja, genau. Solche Graffitis wie das hier, das sind echte Graffitis. Die sind nicht einfach mal so irgendwie am Zeichentablett entstanden, sondern das sind teilweise echte Graffitis, die es so gibt. Checkpoint wird gespeichert. Okay. Dann wissen wir das auch schon mal, dass es hier also so Checkpoints gibt, an denen gespeichert wird. Oh, was haben wir hier? Nein, verschwinde nicht schon wieder. Was machst du? Warum verschwindest du schon wieder? Aha. Was? Okay. Ich versuche es jetzt ein bisschen genauer zu platzieren. Ist ja cool. Wir tragen das Haus umher. Was für eine geniale Idee. Und das kracht ein. Das nächste Haus. Und das nächste Haus. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, doch, ist eine unheimlich tolle Idee. Das nächste Haus. Passt das noch hier hin? Ja, es überschneidet sich halt. Ne? Oh Gott. Nee, das passt nicht so. Da müssen wir die noch... Wenn da rüberkommen, tun wir mit Sicherheit noch nicht. Ich platziere das nochmal ein bisschen um. So. Versucht es ein bisschen genauer hier reinzupacken. Ja, da haben wir den Fehler gemacht. Das ist ja total ungenau, das nächste Haus. Das platzieren wir jetzt auch noch hier. Und das hier, das steht ja total falsch. Okay, noch ein Stück hier rüber und hinten. So, und jetzt noch das hier. Da haben wir zwar eines übrig, aber naja. So. Super. Nee, wir haben doch keines übrig. Wie komme ich drauf, dass wir noch eines übrig haben? Nein. Okay, wir können nicht sterben. Das ist sehr schön, das freut mich. Ja gut, das ist eine Traumwelt. Wäre seltsam gewesen, wenn wir hätten sterben können.
beiden haben wir sehr schön zusammengeführt. Das Mädchen läuft uns schon wieder davon. Warum läufst du wieder weg? Ist das ein Spiel, sowas wie Fangen oder Verstecken? Na gut, Verstecken wäre sie echt mies. Aber Fangen könnte man so sagen. Okay. Checkpoint wird gespeichert. Ich würde sagen, wir spielen noch ein kleines Stück. Die erste Folge darf ruhig ein kleines bisschen länger sein. Auch mit Ruckeln darf es ein bisschen länger sein. Ja, aber jetzt fängst du dich bitte wieder, weil sonst muss ich mich doch von meinen Zuschauern jetzt schon verabschieden. So. Wir drehen den Schlüssel. Wie eine Spieluhr ist das? Okay, das Haus bewegt sich nach oben. Es ist also so quasi als Aufzug gedacht. Oh wow. Die Häuser sind schon sehr interessant gestaltet. So. Okay, wo ist die Gute jetzt? Oh, hier unten haben wir wieder so eine Hilfebox. Die holen wir uns. Du hörst so Ruckeln auf. Können gehende Häuser dich an schwer erreichbare Stellen bringen? Wo sind diese Zahnräder? Schon. Okay. Okay. Hier kann man das. Hier kann man drehen und hier kann man drehen. Und die Zahnräder, die sind wo? Naja, gut, das werden wir gleich sehen. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Wo ging es hier nochmal nach oben? Hier. Ich verstehe es halt nur nicht ganz, weswegen das Spiel an den meisten Stellen wie hier. Nee, bricht es wieder ein. Oh! Ja, das bringt uns aber nichts. Wir müssen ja erst diese Teile hier verstellen. Was passiert jetzt? Was hat mir das gebracht? Okay, das geht also zwischen diesen beiden Orten hin und her. Das, denke ich, sollte ja eigentlich auch passen. Wobei, wo gehst du hin? Ach, das können wir auch versetzen. Dann schauen wir mal. Wie kommen wir auf dieses hier rauf? Da kommen wir gar nicht rauf. Ah, dann schwant mir schon was. Dann aktivieren wir das hier mal. Wie das ausschaut. Putzig. Nee, ich glaube, dich hätten wir nicht bewegen sollen. Dann bewegen wir nur mal das hier. Ziehst du die Bretter mit? Nein, natürlich nicht. Aber ansonsten geht's euch schon gut, oder? Ihr Häuser. Hier wäre eine Leiter. Die ist aber noch nicht aktiviert. Dann schauen wir uns noch weiter um. Das da oben ist auch noch nicht aktiviert, weil da oben ist auch so ein Schlüssel. Wenn dieses Fiepen, das ich höre, nicht im Spiel ist, dann steht die Katze gerade mit einer Maus vor der Tür. So, bewegen wir dieses Haus nochmal. Es parkt hier daneben ein. Ah, hier sind diese Zahnräder. Super. Das aktiviert jetzt was? Es aktiviert diese Leiter. Ach, das wird eine Treppe. Okay. Dann können wir von da darauf gehen, um das zu aktivieren. Okay, da kommen wir nicht rüber. Dann können wir jetzt diesen Schlüssel da oben aktivieren. Der wird vermutlich dann das Haus da drüben aktivieren, oder? Dieses Haus da drüben ist noch nicht aktiviert. Irgendwas stimmt da noch nicht. Weil wir wären ja viel zu langsam dafür. Die Soundbugs sind jetzt gerade ein bisschen übel.
Es ist ein bisschen schade für das Spiel. Vielleicht ist es ein bisschen schlecht programmiert. Das könnte durchaus sein, dass es deswegen diese Frame-Einbrüche hat. Wie lösen wir dieses Rätsel hier? Mal gucken. Das Haus hat da eingeparkt. Das dürfte schon richtig sein, so. Jetzt parken wir dich wieder dahin, wo du hin musst. Genau, du gehörst hierhin, das ist schon so richtig. So, dich parken wir richtig. Denn wir brauchen dich hier nicht mehr. Oh, der schiebt uns mit, nett. Na, hast du es bald, danke. Das steht auch richtig. Und dann müssen wir das hier noch richtig stellen. Ah, dann war es das, dann passt es ja eh schon. Dann müssen wir das andere gar nicht aktivieren, wie es scheint. Wie süß. So. Na? Ach, hier ist eh die Treppe. Wie gesagt, ich versuche wirklich an den Lags zu arbeiten, dass das beim nächsten Mal nicht so ist. Dann versuche ich mich auf alle Fälle dahinter zu klemmen, das Problem zu beseitigen. Ich hoffe, dass sie das Spiel trotzdem einigermaßen an dieser Stelle genießen können. Und hier oben sitzt sie. Es ist aber gefährlich, was du da machst, das weißt du schon. Ich habe mal wieder ein... Hebel zu ziehen. Ah, wir bewegen das Haus hier wieder weg. Ah, das sieht man eh am Boden, den Punkt, wie weit es jetzt bewegt wird. Okay, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und fertig. Was hat uns das jetzt gebracht? Ah, dass wir hier die Zahnräder finden. Okay. Sehr schön. Jetzt muss es vermutlich wieder zurückbewegt werden. Denn jetzt haben wir hier so quasi die Treppe. Okay. Eine weiße Treppe. Müsst ihr mir unbedingt sagen, was ihr von der Idee haltet. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie lang die Folgen werden. Ich habe halt einen Kanal gesehen, da hatte er 20 bis 30 Minuten Folgen und da waren 6 Parts. Oh. Weil ich denke, da sollte es passen. Von daher wird das Projekt nicht zu lange dauern. Oh, müssen wir mal gucken. Vielleicht brauchen wir ja länger. Vielleicht stelle ich mich ja bei dem... Oh Gott, was machen wir jetzt? Ah, bei dem einen oder anderen Rätsel ein bisschen doof an. Dann dauert es natürlich länger. So. Hier ist diese Leiter. Da unten ist eine Fragezeichenbox. Hast du einen Schalter gesehen? Ja, habe ich. Habe ich auch. Was möchtest du uns damit sagen? Dass wir jetzt da in die Luft springen sollen oder was? Das bringt mir ja nichts. Das bringt mir jetzt noch nichts. Müssen wir vielleicht rüberspringen? Haus rüber bewegen, schätze ich jetzt mal nicht. So rüberkommen tun wir auch nicht. Ah, ich habe es verstanden. Wir haben ja uns hier unseren Zauberblock. Den wir jetzt einfach hier hinpacken. Genau, perfekt. Na, so einfach geht das doch. So, und dann rauf hier. Deiner schnellen Gehbewegung. Okay. Und hier rüber. Ich finde das toll. Es gefällt mir. Das ist einfach mal was anderes. Das ist einfach mal was anderes. Solche Experimente möchte ich... Oh, Checkpunkt wird gespeichert. Hallo? Ja. Wollen wir uns noch anhören, was sie macht? Das schauen wir uns noch an. Oh. Oh nein. Ach, schade. Was passiert jetzt? Oh. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Und da will ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht cutten. Ich kann nur geradeaus laufen.
Er läuft aber dieser Linie lang. Entlang. Oh oh. Das ist wohl eine Erinnerung. Wie gesagt, das Ganze beruht ja leicht auf wahren Begebenheiten. Können wir hier weiter? Was ist passiert? Was bedeutet das jetzt? Ich habe Gänsehaut. Aber übelste Gänsehaut. Wahnsinn. Was ist passiert? Du bist... verflucht. Achtung, kleiner Mann. Wo hast du gesteckt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du solltest nicht einfach so verschwinden. Gut, dass ich dich gefunden habe. Wir müssen zurück zum Monster. Okay. Okay, was bist denn du für ein... Und das Rennspielchen geht weiter. Oh. Ach ja. Mhm. Der erzählt uns jetzt nämlich, dass das Monster die Frösche frisst. Oder jagt, besser gesagt. Aber ich denke, das werden wir in der nächsten Folge dann kennenlernen. Bis dahin versuche ich, die Lecks wegzubekommen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Ich möchte generell in nächster Zeit immer wieder mal einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Kürzere Projekte nehmen. Ich habe ja in Steam eine ganz lange Wunschliste mittlerweile, die ich dann immer wieder abarbeite, immer wieder reinschaue und mir ein anderes Spiel daraus rausziehe und kaufe. Ich speichere mir alle rein, wo ich sage, oh, ich glaube, das hole ich mir irgendwann. Und da möchte ich mir einfach in Zukunft immer wieder mal so kleine Projekte rausziehen, die ich dann zwischen Let's Plays mal bringe oder vielleicht einfach mal parallel zu meinem eigentlichen Let's Plays. Und ja, Papunio wird jetzt im Moment... Mein Desktop ploppte lustigerweise gerade auf. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde das cutten müssen. Auf alle Fälle, Papunio wird jetzt ganz normal ein Hauptprojekt im Moment werden. Und mit was es dann weitergeht, bin ich mir noch nicht sicher. Aber vermutlich wird es wie Inner World werden. Aber das sehen wir dann noch. Ich sage auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr euch mit mir auf diese Reise begebt. Und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.